Thank you.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich begrüße dich sehr herzlich und es freut mich sehr, dass Sie alle noch gekommen sind. Entschuldige. Technische Question. Einen Moment bitte. So geht es. Alles klar. Also mein Name ist Jan van Wijk und das war Elisabeth Willert und Sinera van Heiberg. Ich möchte erstmal nicht über die Musik reden, aber erstmal über vielleicht den bildenden Kunsten. Wir werden erstmal jetzt einige Bilder von einem Maler sehen und durch diese Bilder würden wir mal versuchen, seine künstlerische Entwicklung so schrittweise zu verfolgen. Also stellen Sie sich mal vor, Sie sind im Wald und Sie möchten sehen einige schöne Bäume und Sie möchten die Bäume mal probieren nachzumalen. Das kann man auf verschiedene Art und Weise machen. Also so zum Beispiel so, ne? Also ziemlich schön gemacht. So. Ich finde es auch toll, das hat dann diesen Pfad bringt doch ein bisschen das Mysterium, also wo geht das Pfad hin? Ne? Also ein sehr schön nachgemachtes Bild. Ich kann mich aber eindenken, wenn man so etwas so vielleicht 10-mal gemacht hat, so ein Bild, dann wird man ein bisschen gelangweilt und ist nicht mehr so befriedigend. Dann wird man vielleicht probieren, besser darzustellen, was macht das Wald mit mir? Also was tut es mit mir psychologisch? Kann ich das in einem Bild darstellen? Also das hat diese Maler dann auch gemacht. Bekommt man so etwas? Ne? Also das Wald hat ihn sehr beeindruckt, sieht man. Das ist ein sehr feuerliches Gefühl bekommt man davon. Dann aber kann man auch noch sich überlegen, also was ist eigentlich die Essenz von einem Baum? Also, was ist ein Baum eigentlich? Also ich würde sagen, das sind sehr gerade Linien. Ne? Das ist einfach ein Baum, stellen wir uns immer vor, was so wächst. Gleichzeitig auch sehr organisch, auch sehr von dieser runde Form, mit den Blättern und einfach so. Wie sieht das denn aus, wenn man das probiert zu fassen in einem Bild? Ja, so würde ich sagen. Also, dieses Bild heißt der Apfelbaum, also auch vom gleichen Maler nochmal. Dann kann man noch sagen, naja, das war vielleicht ein bisschen zu einfach. Ne? Und dann kann ich noch eine größere Herausforderung machen. Zum Beispiel sagen wir, kann ich einen Baum darstellen nur mit einer Linie und mit einigen farbigen Flächen. Also überhaupt keine runde Form mehr, nur diese Fläche. Das kann man. Also man sieht, Blätter, aber man sieht noch ein bisschen so, also die Form von einem Baum, ne? Ein bisschen diese organische Form sind noch drin. Die Bewegung ist noch so organisch irgendwie. Aber wir sind schon ein bisschen auf einer Bruchstelle. Also der Baum verschwindet mehr und mehr im Hintergrund. Und ich kann mich sehr gut eindenken, dass ein Künstler dann mal denkt, dann, also lass den Baum einfach überhaupt weg. Ich will mal jetzt einfach untersuchen, wie ich nur Fläche und Linie so expressiv möglich darstellen kann. Also was können einfach Linien und Fläche sagen? Ja, die können zum Beispiel das sagen. Ne? Also, wer hat es erkannt? Wie war diese Maler? Wer war das? Ja, genau, Piet Mondrian. Ja. Also, man sieht dann, ne? Diese Bilder, eine ständige Abstrahierung. Das heißt also, dass man mehr und mehr sich konzentriert aufs Material und dass man mehr und mehr probiert, eine Grundidee zu fassen. Ich würde sagen, in der Musik kann man das vielleicht sagen, dass... hallo. In der Musik kann man zum Beispiel sagen, diese Abstrahierung, das sieht man zum Beispiel in der Musik von Anton von Webern, sieht man diese ständige Vereinfachung, oder sogar auch in der späten Musik von Franz Liszt, sieht man ständig mehr diese, also immer aufzielen auf eine Idee. Na, also meine Damen und Herren, also ich glaube, bei der Musik von Messiaen ist es genau das Gegenteil eigentlich, was wir gesehen haben. Also ich werde es probieren ein bisschen zu erklären. Seine Musik finde ich sehr faszinierend, aber auch immer ein bisschen undurchdringlich. Und es hat damit zu tun, dass seine Musik immer eine Art Überlagerung darstellt.
Es ist nicht eine Abstrahierung, sondern es ist, ob er immer mehr Klänge und Farben und Bilder, Gefühle und Symbolen aufeinander packt. Und je später sein Werk, je mehr das so ist. Sie haben das vielleicht auch am Anfang des Programms gehört, im zweiten Lied. Das zweite Lied war ein bisschen ein späteres Lied. Da hört sich auch, es passiert vieles gleichzeitig. Es ist, man hört zum Beispiel Vogelsang, haben Sie bestimmt gehört, aber auch diese glimmernden Farben so oben im Klavier, die es noch gibt. Gleichzeitig da unten noch alles eine Art von Choral, was sich da unten bewegt, was man von der Gesangsstimme hört. Und dann alles auch noch so gegliedert in Rhythmen, die man also vielleicht fühlen kann und die man so auch wirklich erfahren kann, aber die man nicht wirklich fassen kann. Man kann sie nirgendwie eigentlich fassen, okay, da bin ich wirklich im Takt oder so. Trotzdem würde ich sagen, dass man auch die eher süßliche Klänge aus dem ersten Lied auch noch in das zweite Lied zurückhört. Also die sind nicht verschwunden, die sind einfach auch dabei. Also bei der Musik von Messiaen würde ich sagen, je später man seine Stücke man das sieht, dass man je mehr Stücke doch gleichzeitig hört. Also alle früheren Stücke von ihm schwingen sozusagen mit in seine späteren Stücke. Und das macht, wie gesagt, die Musik für mich sehr auch faszinierend, macht ein bisschen schwierig. Also ich würde es vielleicht noch ein bisschen klarer zu machen, sagen, also Messiaen wäre eigentlich erstmal so, ne, das erste Stück. Naja, wird später so, später so, also es ist vielleicht so Zeit, so, naja, sagen Quartett, Quartal von Luton, ne? So. Und, naja, auch so. Also man sieht dann hier, ne? Was ist das dann? Also das ist gleichzeitig figurativ, auch abstrakt, viel gleichzeitig, expressiv, aber doch, ja, doch ein Fragezeichen auch irgendwie. Ne? Also in meinem Vortrag möchte ich dann also probieren, seine Musik für Sie ein bisschen zu durchwühlen und probieren, ja, so eine Geschichte von seinem Werk ein bisschen auseinanderzuziehen und damit auch ein bisschen zu deuten.